Boah. Was? Geht's? Was? Das war ein Tick zu weit, oder? Das war ein Gegenhang. Ja, welcome back zu einer neuen Episode. Zweite Episode aus Engelberg. Ja, es war unser letzter Tag in Engelberg und es hat ja den ganzen Vortag mega, mega geschneit. Und wir haben gewusst, es wird gut werden. Dann wurden wir am Morgen schon von den Sprengungen geweckt. Und dann waren wir überpünktlich am Lift. Mussten dann noch ungefähr, keine Ahnung, halbe Stunde, dreiviertel Stunde warten, bis sie überhaupt den Lift aufgemacht haben. Und sie waren oben noch am Bomben. Warum sitzen wir hier? Ja, weil es jetzt 8:30 Uhr ist und ich konnte nur in der Stunde erst aufmachen. Nein, ich bin drei Minuten. 30 Minuten. Entschuldigung. Ja, zwei Stunden. Ich glaube, es warten alle Freerider auf solche Tage wie der und ja, so einen guten Schnee fährt man einfach nicht oft im Jahr. Und man hat es gemerkt, wie jeder nur am Jubeln und am Schreien war. Es war der, glaube der trockenste, kälteste Schnee, den ich je in Europa gefahren bin. Und ja, es war echt gestört. Es war ein richtiger, wie man so schön sagt, ein Champagne Powder. So was bin ich echt mega selten bei uns gefahren. In Kanada oder so ist das öfter der Fall. Aber hier, es hatte echt unter minus 20 Grad und dementsprechend kalt waren unsere Zehen. Aber ja, der Schnee war einfach nur gestört. Bin echt, es hat so gestaubt wie noch nie gefühlt. Und war auch richtig deep, hat um einiges mehr geschneit, als wir gedacht haben. Und ja, Mann, war mega geil. Ja, wie jeder weiß, der Wind ist der Baumeister der Lawinen. Ja, und den Tag hat es endlich mal nicht gewindet. Und somit war es auch relativ safe und wir konnten endlich mal ein bisschen steilere Sachen fahren und mussten nicht die ganze Zeit bei jedem Dings schauen, wo wir reinfahren und schauen, dass nichts abgeht und dass alle an einem Safe Spot sind. Klar, man muss trotzdem aufpassen, bei größeren Neuschneemengen ist immer Vorsicht geboten, man ist nie zu 100% safe. Aber ja, eben der Wind macht extrem viel aus und wenn kein Wind geht, dann ist es zumindest schon mal viel safer. Einige Sachen, die man zwei Tage vorher schon angeschaut haben, aber die einfach noch nicht gegangen sind, war dann halt ja, mit ein bisschen Neuschnee. War dann richtig on und wir konnten echt noch einige geile, endlich mal ein bisschen fette Cliffs springen. Das ist sowieso das, was ich am allerliebsten mache, irgendwo richtig hoch runterspringen, darum, wenn man sich da nicht so Gedanken machen muss. Wenn man einfach immer weich landet, dann macht das Ganze auch Bock. Jetzt
fucking go. Let's go. Ja, das sind die Momente, die es ausmachen beim Skifahren. Und ja, so gerne das höchste Zeug springen und irgendwelche Tricks ausprobieren, manchmal ist einfach nur ein schöner Hang for the soul das Beste, was man kriegen kann. Das Diebste von heute. Oh. Alter. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass der Run so geil ist. Das war. Oh, das ist geil. Oh, das war ein Dream. Es ist so richtig, wenn so immer so bouncest und du hast so Ski hochbekommen. Ja, man braucht wieder ein bisschen Speed, gell? Ja. Dass er wieder einen Turn machen kann. Ach, oh, geil. Herrlich. Ein Dream. Ja, vorher, man will dann auch natürlich nie aufhören und wenn es dann 3 am Nachmittag ist und die Schenkel schon brennen und die Zehen spürt man eh schon immer, weil es so kalt ist, ja, dann will man trotzdem da den letzten Dings rausholen und einfach nicht heimgehen. Es gibt leider nicht so viele Tage im Jahr, wo es so einen Schnee hat und da muss man nützen, so gut es geht. Andererseits bleibt es dann auch was richtig Besonderes, weil es eben nicht so viele Tage gibt. Es ist so, jetzt wohl immer was Besonderes bleiben und ich glaube, auch wenn ich 50 bin, werde ich das noch als das geilste, schönste Gefühl ansehen. Ja, du springst und dann da so runter. Ja. Boah. Was? Geht's? Was? Es war ein Tick zu weit, oder? Das war ein Gegenhang. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass der Max Hitzig voll am Start ist und ready für die Freeride World Tour. Und ja, die läuft heute oder morgen. Viel Glück, du rockst es. Das läuft auf jeden Fall. Und wir freuen uns zum Zuschauen. Hoffe ich noch, dass die Karre auch springt bei deiner Temperatur. Ja, sicher. Aber logisch. So. Dann. Geiler Tag. Sehr, sehr geil. Ja, Alter. Ist super geil. Geil war's. Oh. Lucky haben wir. Erster Pow Day haben sie alle gesehen, die Locals. Oder erster richtiger Pow Day. Haben wir es perfekt erwischt wieder mal. Mega Glück gehabt, dass wir unseren letzten Tag noch so erwischt haben. Und ja, jetzt geht's leider wieder heim. Ich hoffe, wir können bald wieder nach Engelberg kommen. Ja, vielen Dank für die ersten 1000 Abonnenten. Taugt uns voll. Wir bleiben auf jeden Fall dran und wir sehen uns nächste Woche.